Hallo ihr Lieben, ihr habt mich so, so oft darum gebeten, mal eine Review zu den The Ordinary Produkten zu machen. Und eigentlich hatte ich gar kein Interesse an dieser Marke, aber da ihr so oft darum gebeten habt, habe ich mir einige Produkte zugelegt und jetzt über einen Monat getestet und möchte euch nun einen kleinen Einblick geben, ob die Produkte ihr Geld wert sind und ob sie in meinen Augen funktionieren. Wie ihr sehen könnt, habe ich mir einige Produkte von The Ordinary bestellt und das erste Mal von dieser Marke habe ich durch Wayne Goss erfahren, welcher die Produkte etwas gehypt hat, meiner Meinung nach. Ich hatte aber trotzdem absolut gar kein Interesse an diesen Sachen, weil ich schon eine für mich gute Routine gefunden habe, beziehungsweise Produkte in meiner Routine habe, die sehr gut funktionieren und die tatsächlich etwas an meinem Hautzustand verbessert haben. Aber weil ihr eben so oft gefragt habt und euch das so sehr gewünscht habt, habe ich mir einige Produkte hier bestellt und jetzt über einen Monat verwendet, und zwar ausschließlich diese Produkte, zwar noch mit ein bisschen Moisturizer oder sowas, weil hier jetzt keine Feuchtigkeitscreme oder so dabei ist, natürlich auch immer Sonnenschutz und so weiter, aber hauptsächlich wirklich nur diese Produkte, damit ich mir ein gutes Urteil bilden kann. Und jetzt würde ich euch einfach die einzelnen Produkte vorstellen und sagen, was ich von ihnen halte. Mein allererstes Produkt von The Ordinary ist dieses Lactic Acid Peeling mit 5% Milchsäure und Hyaluronsäure. Das habe ich als allererstes bestellt und ausprobiert. Und muss sagen, dass mich sofort der Geruch aus den Latschen gehauen hat, weil ich ihn irgendwie total unangenehm finde. Ich assoziiere irgendwas Unangenehmes damit und benutze es auch nicht so gerne auf meiner Haut. Ich habe es jetzt zwar die 4 Wochen wirklich regelmäßig angewendet, aber es war mehr eine Qual, weil ich einfach diesen Geruch absolut nicht ab kann. Manche verbinden irgendwas Gurkenmäßiges damit, also für mich ist es viel zu extrem und ich mag es absolut nicht. Dann haben wir noch das Problem mit der Textur. Sie ist sehr klebrig und nicht so schön auf der Haut, aber darüber kann man vielleicht hinwegsehen, wenn man es ja abends benutzt. Und dann noch ein anderes Problem ist eben der pH-Wert von diesem Produkt. Ich habe das einfach mal spaßeshalber gemessen und festgestellt, dass der pH-Wert im hautneutralen Bereich liegt, also viel zu hoch ist für ein chemisches Peeling, weil der hier bei 3,8 liegen müsste. Und ich habe es wirklich mehrfach gemessen. Ich habe auch nochmal neue Teststreifen bestellt und musste einfach feststellen, dass der pH-Wert hier absolut nicht stimmt. Und das heißt, dass dieses Peeling nicht wie ein Peeling funktioniert. Und das fand ich schon sehr, sehr ärgerlich, weil man das von seinen Kunden einfach nicht verlangen kann, dass die sich nochmal zu Hause hinsetzen und den pH-Wert eines Produkts messen. Daraufhin, als ich diese Sachen eben auf Instagram und Snapchat gezeigt habe, haben andere ihren pH-Wert gemessen bei diesen Peelings und festgestellt, dass er auch teilweise zu hoch war. Bei anderen hat er wiederum gestimmt. Also ich weiß nicht, wie das passieren kann. Vielleicht gibt es Probleme da bei der Qualitätssicherung oder so. Aber das ist schon sehr, sehr ärgerlich. Ich habe den pH-Wert dann selber nochmal nachjustiert mit einer Milchsäure, die ich zu Hause habe. Und dadurch stimmt jetzt wenigstens hier der pH-Wert und liegt so im Bereich von 3,8, so wie es The Ordinary eigentlich auch auf der eigenen Webseite angibt. Und das ist halt für mich auch so ein Punkt. Man muss jetzt sozusagen alles hinterfragen, was die machen. Man muss den pH-Wert vielleicht selber nochmal zu Hause messen und das finde ich schon eher uncool. Das kann man einfach von seinen Kunden nicht verlangen und das finde ich wirklich schade. Und das nächste ist einfach, dass für mich Milchsäure jetzt nicht so viele Effekte für die Haut bringt, jetzt im Vergleich zu einer Glykolsäure, die ja auch die Kollagensynthese ankurbelt. Ich habe zwar schon so diese Hydrierung gemerkt auf der Haut, aber jetzt nichts allzu Extremes, dass ich sagen würde, ja, das würde ich mir jetzt nochmal nachkaufen, auch wenn es sehr günstig ist. Es hat einfach viel mehr Nachteile für mich persönlich oder beziehungsweise kaum Vorteile, als dass ich mir das nochmal zulegen müsste. Das nächste Produkt ist dieses Vitamin B3 und Zink Serum, also mit 10% Vitamin B3 und 1% Zink. Und das benutzen ja sehr, sehr viele sehr, sehr gerne. Und ich habe es jetzt auch eine Weile verwendet. Ich habe ja normalerweise so mein Gesichtswasser, wo 5% Nicotinamid enthalten ist. Und das reicht für mich auch völlig aus. Das habe ich dann in der Zeit weggelassen. Und ich konnte halt leider spüren, dass es weggelassen wurde, auch wenn ich das Produkt hier habe mit 10% Nicotinamid. Ich konnte hier irgendwie
keine Verbesserung der Haut bemerken. Also es ist jetzt auch nichts verblasst, was so Pigmentflecken oder sowas angeht. Rötungen, Entzündungen sind jetzt auch nicht sonderlich stark zurückgegangen. Und ich hatte dann auch noch Probleme mit meinem Sonnenschutz oder mit anderen Produkten, die ich drüber getan habe, weil es alles abgerollt ist. Hat absolut gar keinen Spaß gemacht, dieses Produkt anzuwenden. Ich habe es dann irgendwann nur noch abends benutzt, was natürlich sehr ärgerlich ist. Und die Textur ist auch nicht schön, deswegen ist das für mich auch so ein Produkt, was ich nicht nochmal nachkaufen würde, weil es für mich erstens keine Vorteile für die Haut gebracht hat, zweitens hatte ich mehr Probleme mit der Textur und mit meiner restlichen Hautpflegeroutine immer, wenn ich das hier mit integriert habe. Auch wenn es günstig ist, hat es für mich nicht funktioniert und das hat eigentlich meine Hautpflegeroutine jetzt nicht revolutioniert, meine Haut auch nicht unbedingt verbessert, hat es aber auch jetzt nicht unbedingt verschlechtert, aber definitiv kein Produkt, was ich mir nochmal nachkaufen würde. Ich würde jetzt zwar auch nicht ein Produkt für 50 Euro kaufen, was ähnlich formuliert ist, aber das hier funktioniert für mich halt einfach nicht und ich komme einfach viel, viel besser mit meinem selbstgemachten Gesichtswasser zurecht als mit diesem Serum hier. Ja, dann haben wir hier dieses Hyaluronsäure- und Panthenol-Gel. Eigentlich haben die alle eine ähnliche Textur. Die sind ja auch ähnlich formuliert, was die Textur angeht. Und ich muss sagen, das hat halt auch absolut gar nichts für meine Haut gebracht. Ich habe es paar Mal benutzt und einfach festgestellt, da passiert nichts. Also ich habe es wirklich den einen Monat versucht zu verwenden. Ich habe es auch tagsüber versucht zu nutzen, aber die Textur ist wirklich nicht so schön, macht jetzt nicht so viel Freude, damit zu arbeiten. Klar, das Produkt ist günstig und man kann es auf jeden Fall mal ausprobieren, aber Hyaluronsäure hat jetzt nicht so die krassen Effekte auf die Haut, eben außer die Hydrierung. Das kann aber Glycerin ähnlich gut. Panthenol ist hautberuhigend, kann man auch ausprobieren, aber ich konnte jetzt keine allzu starken Effekte da irgendwie feststellen und deswegen ist das für mich auch kein Nachkaufkandidat. Aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht so sehr gehypt und beliebt bei den Kunden, als dass die das Produkt unbedingt kaufen. Ich wollte es einfach mal ausprobieren für die 8 Euro oder was es kostet und musste einfach feststellen, dass es für mich persönlich jetzt nichts gebracht hat. Das nächste Produkt wurde von Wayne Goss auch ein bisschen gehypt und zwar ist es das Advanced Retinoide 2%. Er hat auch fälschlicherweise behauptet, dass da 1% Retinol enthalten ist, aber wenn man auf die Internetseite von The Ordinary geht, dann findet man raus, dass es sich um ein verkapseltes Retinol handelt. Das heißt, es kann halt auch einfach nur ein Derivat sein, das nicht mal annähernd den Effekt von 1% Retinol hat und ich weiß, welchen Effekt 1% Retinol auf meiner Haut hat. Also ich habe mal dieses Paula's Choice Treatment verwendet und zwar über Monate hinweg habe ich versucht, meine Haut daran anzupassen, aber es hat überhaupt nicht funktioniert. Sie ist komplett ausgerastet. Es war einfach viel zu viel für meine Haut. Deswegen weiß ich, wie bei mir 1% Retinol wirken und das ist hier halt absolut nicht der Fall gewesen. Die Textur ist hier definitiv angenehmer als die anderen Produkte, die ich euch gezeigt habe und man konnte es halt auch gut unter anderen Produkten verwenden. Aber nichtsdestotrotz konnte ich jetzt keinen Effekt erzielen. Ich hatte da bessere Effekte mit zum Beispiel dem La Roche-Posay Redermic Air Serum. Da konnte ich nach einem Monat wenigstens ein bisschen was erkennen bzw. erzielen, aber hier habe ich wirklich gar nichts gemerkt. Wie gesagt, es ist angenehm auf der Haut, es ist günstig, man kann es auf jeden Fall ausprobieren, aber ich habe halt so meine Zweifel, ob dieses verkapselte Retinol, was hier drin ist, wirklich so wirken kann, wie es vielleicht sollte und deswegen würde ich mir das auch nicht unbedingt nochmal nachkaufen. Also ich werde es auf jeden Fall aufbrauchen, aber es ist definitiv kein Nachkaufprodukt. Und zu guter Letzt haben wir hier die Vitamin-C-Suspension, bei welcher ich auch tatsächlich einen Effekt erzielen konnte. Hier ist Ascorbinsäure drin. Das Produkt ist zwar wasserfrei, das heißt, es ist besser verträglich, weil normalerweise sind Vitamin-C-Produkte sehr sauer und da reagiert auch meine Haut sehr empfindlich drauf und auch mit Irritation. Und das hier ist halt wasserfrei und dadurch hat es keinen pH-Wert. Deswegen hat es bei mir auch gut funktioniert und ich hatte keine Irritationen dadurch. Und weil ich auch, wie gesagt, einen Effekt erzielen konnte, also die Haut sah einfach schöner aus, die Textur war besser und sie sah einfach strahlender aus. Und ich habe auch das Gefühl, dass so Pigmentflecken
ein bisschen verblasst sind, wenn ich das hier verwendet habe. Deswegen ist es auch das Einzige, was ich empfehlen würde und was ich mir auch eventuell nachkaufen würde, weil ich finde, für den Preis und den Effekt, den es erzielt hat, kann man das hier definitiv ausprobieren. Auch wenn die Textur wirklich super eigenartig ist, also eher so sandig, krümelig. Aber abends ist es ja sowieso eher Wurst, weil man da nicht so viel drüber schichtet und deswegen kann ich definitiv damit leben. Zusammenfassend muss ich sagen, dass mich die Produkte ein bisschen enttäuscht haben. Ich hatte zwar jetzt nicht allzu große Erwartungen, aber dass absolut nichts passiert oder fast gar nichts, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Und vor allem eben auch, dass die Texturen teilweise so grausig sind, das hätte ich auch nicht gedacht. Das Einzige, was ich jetzt wirklich nachkaufen würde oder empfehlen könnte, ist diese Vitamin C Suspension, weil ich da tatsächlich einen Effekt sehen konnte. Aber bei den anderen, das sind jetzt für mich keine Must-Haves und die Produkte sind auch den Hype nicht wert. Klar sind sie günstig und jeder kann das für sich selber entscheiden und nochmal selber ausprobieren. Für den Preis kann man es auf jeden Fall mal testen. Aber ich persönlich weiß auch nicht genau, wie sich der Preis zusammensetzt. Irgendwo muss gespart werden und ich denke, es ist erstens die Textur und vielleicht auch ein bisschen die Qualitätssicherung, aber das sind alles nur so Spekulationen, weil eben bei mir auch der pH-Wert bei diesem Milchsäurepeeling nicht gestimmt hat. Also schlussendlich kann ich euch wirklich nur sagen, ihr könnt euch gerne durchprobieren, weil die Produkte wirklich günstig sind und vielleicht findet ihr ja eins, was ihr wirklich liebt und nicht mehr missen möchtet. Aber ich persönlich habe keine Effekte erzielt und meine Hautpflegeroutine hat sich dadurch überhaupt nicht verbessert. Ich musste teilweise mehr Zeit investieren, weil alles irgendwie runtergerollt ist, weil alles so extrem klebrig war und sehr unangenehm auf der Haut. Und deswegen hat sich nichts gebessert und deswegen würde ich die jetzt auch nicht unbedingt nochmal kaufen und nochmal meine Routine integrieren, weil ich schon sehr zufrieden bin mit meiner Routine. Und wenn ich mal was Neues entdecke, dann ist es meistens so, dass es irgendwie meine Routine passt, vor allem von den Texturen her. Und ich hatte bis dato auch noch keine Produkte, die so komische Texturen hatten, dass ich absolut gar nicht damit zurechtgekommen bin. Also, wie gesagt, ich bin ein bisschen enttäuscht und die Produkte sind den Hype auf jeden Fall meiner Meinung nach nicht unbedingt wert. Aber wer sie mag, der kann auf jeden Fall weitermachen, weil sie sind natürlich mild formuliert, da kann man nichts gegen sagen. Da sind keine Duftstoffe drin, keine hohen Mengen an Ethylalkohol oder sowas. Aber für mich persönlich reicht das halt einfach nicht aus und deswegen wird davon auch fast nichts nachgekauft. Das war's, ihr Lieben, zu den The Ordinary Produkten. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen und ich hoffe natürlich auch, dass ihr nicht allzu enttäuscht seid, dass meine Review nicht so himmelhoch jauchzend ist, aber ich wollte einfach nur ehrlich zu euch sein und euch vor eventuellen Fehlkäufen oder zu hohen Ansprüchen an die Produkte bewahren. Deshalb hoffe ich einfach, dass das Video wenigstens ein bisschen hilfreich war und wünsche euch natürlich einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!